Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir sind schon echt riesig. Wir haben es, glaube ich, bald geschafft. Also es gibt noch zwei riesige Reiche neben mir, die ich dann bald überrennen werde. Beziehungsweise hier oben werde ich dann langsam losgehen. Hier unten werde ich dann Arabien befrieden, wie es so schön heuchlerisch heißt. Gut, willkommen beim Let's Play und willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert, ihr seid schön ins neue Jahr rübergeschlittet, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel gesoffen und konntet ohne mächtigen Kater ins neue Jahr starten. Auf jeden Fall, willkommen. Und ich werde dieses Let's Play, genauso wie die anderen Let's Plays, dazu benutzen, ein bisschen von meinem letzten Jahr zu erzählen, was da alles passiert ist. Und was mit dem Kanal dieses Jahr passieren soll, was ich vorhab, und da brauche ich auf jeden Fall auch eure Hilfe. Letztes Jahr bei meinem Let's Play beziehungsweise bei meinem Kanal ist super viel passiert. Also ich habe ja sehr lange schon einen Kanal, oder ich habe sehr lange schon einen Kanal. Und da habe ich halt zeitweise nichts hochgeladen und dann irgendwie ein Jahr lang jeden Tag wieder was und oder ein paar Mal die Woche und genau. Und dann letztes Jahr, das letzte halbe Jahr war enorm oder super erfolgreich für mich. Also die Abonnentenzahlen waren davor die ganze Zeit so bei 20 oder so, und das hat sich jetzt verdoppelt innerhalb von einem halben Jahr. Es sind nur 50, also bei YouTube-Verhältnissen ist das halt überhaupt nichts. Aber selbst 1000 oder 2000 sind nichts, aber ich habe mich mega gefreut, dass es jetzt aufwärts gegangen ist. Vor allem, weil ich habe ja auch jeden Tag fast, also viele Folgen hochgeladen, deswegen, ich habe mehr Zeit reingesteckt und es war schön zu sehen, dass ich dann auch mehr Abonnenten bekommen habe. Das hat mir auf jeden Fall super gefallen. Eine Tyrannenreiterei habe ich hier nicht, ne? Nee. Dann hole ich mir noch zwei Leinpanzer-Pikinier. Schwertkämpfer. Gut, das ist auf jeden Fall gut geworden. Also, gut gestiegen, sage ich mal. Also, das Doppelte ist natürlich richtig cool. Freut mich mega. Und, was noch passiert ist, also, ich habe im Beruflichen auch neue Wege eingeschreitet beziehungsweise abgeschlossen. Ich habe meinen Meister gemacht im Holzbildhauer Handwerk. Der ist zu alt. Ich hoffe, das leichte Mädchen kommt noch mal weg, weil wenn die sterben, sind hier die ganzen Sachen auch weg. Ich habe meinen Meister gemacht und habe mit der Selbstständigkeit angefangen. Und das ist immer so eine ziemlich spannende Sache, wenn man was Neues anfängt. Vor allem Selbstständigkeit ist ja allgemein super spannend. Und auch kompliziert und schwierig. Und es ist auf jeden Fall super spannend und die Selbstständigkeit muss man natürlich sehr lange planen,
beziehungsweise die muss, man darf sich nicht unterkriegen, weil die ersten Jahre werden eigentlich immer so sein, dass es knifflig ist und sehr schwer, überhaupt an die, an die Kundschaft heranzutreten. Und das ist immer super spannend, dann zu sehen, wie die Aufträge dann steigen oder Anzahl der Aufträge und so weiter. Also ist schon immer richtig cool, also gefällt mir. Man muss halt, also der Vorteil beim Angestelltenverhältnis ist ja, dass man, was soll ich hier schon angreifen? Ich erkläre denen mal den Krieg. Ist ja, dass ich habe gerade mit dem Friedensvertrag, hoffe, oder? Naja, egal. Genau, beim Angestelltenverhältnis ist es ja so, dass man dass er das ganze Jahr über safe Arbeit hat und ein sicheres Einkommen und so weiter, und die Versicherungen sind auch günstiger, weil die Hälfte übernimmt ja der Arbeitgeber. Und wenn man selbstständig ist, ist es ja genau andersrum. Man bezahlt alles selber, die ganze die ganzen Versicherungen und so weiter, und da hole ich mal die Ah, cool, danke. Und vor allen Dingen, die Aufträge sind auch nicht sicher. Also das heißt, bei mir ist es jetzt im Januar so, dass ich 2-3 Aufträge hätte. Und das schaffe ich halt nicht. Also deswegen muss ich halt einen Auftrag dann in Februar machen und so weiter. Und und dann danach weiß ich halt ja nicht, ob ich neue Aufträge bekomme und so weiter. Deswegen ist es immer super spannend. Und das sollten wir eigentlich schaffen. Gut. So viel zu der Selbstständigkeit. Vor allen Dingen in den ersten Jahren verdient man null, also weil man ständig alles spart, beziehungsweise man spart sehr viel auf der einen Seite, und auf der anderen Seite muss man schauen, dass man die Werkstatt, also in meinem Fall die Werkstatt, aufbauen kann. Also das ist halt super, super kompliziert, beziehungsweise nicht kompliziert, sondern super teuer. So eine Werkstatt aufzubauen und die ganzen Maschinen zu kaufen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant und spannend, wie es da eben weitergeht und was da weitergeht und ob da was weitergeht und so weiter. Genau. Und was jetzt noch? Das sage ich dann, wenn wir mit der Schlacht fertig sind. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Weil, neben mir ist auch noch was. Ich zieh mich mal zurück. Das war für ihn natürlich auch sehr, sehr unpraktisch, dass hier seine kleine Armee hochgeploppt ist und nicht seine große Armee, weil so kann ich die natürlich abfangen. Klar, macht da ein bisschen Damage, aber nicht wirklich viel.
Hier muss ich nochmal neu justieren. Ja, das ist schon relativ viel hier. Schauen, dass er mich jetzt hier nicht erwischt, beziehungsweise ich muss die platt machen, bevor er in Reichweite kommt. Deswegen charge ich den nochmal in den Rücken und den auch. Das sollte dann passen. Und dann muss ich halt meine Horsies dann relativ lange aus dem Gefecht rauslassen. Damit die wieder hier frisch werden. Ja, wobei die sind ja relativ frisch. Ich mach den Platz schnell. Schneller. Ja, okay, das sind die Adelsschwertkämpfer. Ja. Die halten schon ein bisschen mehr aus. Okay. So, er hat auch ein paar Kavallerieeinheiten. Ein paar viele, vor allen Dingen Kamele. Kamele sind ziemlich ordentlich gegen Kavallerie, weil die Kavallerie hatten Malus gegen Kamele, weil die Pferde haben Angst vor den Kamelen. Die sehen ja auch gefährlich aus. Genau. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass er mich nicht umringt. Was er gerade vorhat. Das ist in Ordnung, der darf hier rein switchen. Ui. Was ist das denn hier? Unser General wird angegriffen. Ja, natürlich wird er angegriffen. So. Hier ist es noch in Ordnung. Wieso geht hier die Klappe auf? Wieso greifen die an? Das ist ja komisch. Hä? Was machen die da? Geht wieder zurück? So, diese Kavallerie bitte zurück. Ja, die wurden jetzt da abgefangen, ne? Diese Dumpfbuckies. Warte, der kommt dahin. Die gehen mal so hin. Die gehen mal bitte da raus. Das ist ja schlimm da. Ja.
Eine unserer Einheiten ist in Raserei gekommen. Ja, und voll gegen, ja, ist logisch. Wenn jetzt mal ein General stirbt, raste ich aus. Der bricht natürlich durch. Fertig? Gut. Unser General ist gefallen. Ja, natürlich. Ah, Mann. Das war jetzt natürlich klar, ne? Der hat halt sau viel Damage bekommen bei dem Elefantenragen-Ding. Aber das ist der Elefant. Den habe ich ja nach da drüben geschickt, aber da ist er nie angekommen, ne? Das ist natürlich super realistisch. Gott. Wir erwarten eure Befehle. Naja. Wenn ich das noch schaffen kann. Was ich nicht glaube, dann wäre es natürlich schon gut. Aber ich denke nicht, dass ich das noch schaffe. Weil da ist so viel falsch gelaufen. Schießen. So. Auf jeden Fall, also wenn ich es schaffe, wird es auf jeden Fall ein Pyrrhus-Sieg. Aber rein theoretisch kann ich es sogar schaffen. Theoretisch kann ich es noch schaffen. Weil ich habe halt richtig gute Bogenschützen. Ja. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Das tut halt richtig, richtig, richtig weh, weil die alle schon super, super krass befördert sind und so weiter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh, das war richtig schlecht. Ja, alle sind Gold, bis auf die beiden. Oh Mann. Hatte der hat 1100 getötet und ich habe irgendwie 1200, glaube ich, verloren. Ja, es ist ganz gut, dass die alle nicht weggerannt sind. Die beiden tun halt weh, weil schon Rang 8. Ja. Ah, naja, eine Armee gegen vier, beziehungsweise zwei Fullstack-Armeen und eine normale. Das ist halt Alexanders Vermächtnis. Der bekommt natürlich einen von mir. Autorität. Ja, das ist schon nicht schlecht. Der ist nicht so, der ist auch nicht so, der ist auch nicht so.
Das ist auch nicht so. Gravitas. Ja, der ist auch in Ordnung. Nehmen wir den. So. Ich gehe auf jeden Fall zurück. So. Der bekommt jetzt das da. Und jetzt. Hohe Chance auf Sezession. Sechs und. Was? Wieso? Wieso mögen die mich nicht? Hm. 42, ja, das wird trotzdem mir nicht helfen. So. Warte mal. Das da ist ein feindlicher. Ja. Der muss dann irgendwo hin, wo ich schnell wieder. Wo ich schnell wieder das übernehmen kann. Weil hier, wenn er Salamis übernimmt, das. Ja, da kann ich nichts dagegen tun. So. Den als Feind zu haben, wäre auch nicht so. Das war auch ein teurer Kampf. Die wird auch belagert. Aber Kapitulation 15 Runden, das ist in Ordnung. Gut, genau, du, die Rache Alexanders, du rächst jetzt den Verlust hier. Das ist gut. So. Genau, von vorhin noch. Ich wollte das auf hier und jetzt nach der Schlacht verschieben, weil ich nämlich weiß, dass ich während der Schlacht nicht reden kann. auf jeden Fall, was jetzt dieses Jahr mit dem YouTube-Channel passiert. Ich werde anfangen mit Livestreaming. Da bin ich schon voll aufgeregt und bin mal gespannt, wie das ist und wie das funktioniert und so weiter. Und genau, ich wollte auf jeden Fall, bevor ich das Spiel spiele, weswegen ich eigentlich von Anfang an streamen wollte, war, das Spiel ist Cyberpunk 2077. Da will ich unbedingt streamen, weil das auch ein Spiel ist, was enorm viel Freiheit für die Entscheidungen und so weiter, wie sich dann die Geschichte entwickelt, gibt. Und da, glaube ich, ist es super spannend, dann mit euch dann zusammen zu entscheiden. Und ich spiele das jetzt mal kurz, damit ich, da geht sogar raus, dann hätte ich ja gar nicht spielen brauchen, naja, egal. Genau, wegen 2077 will ich streamen, unter anderem, und da habe ich mir überlegt, dass ich davor, bevor ich wirklich das große Riesenspiel streame, werde ich dann so zwei, drei kleinere Runden streamen und schauen, ob halt das mit der Aufnahme passt, ob das mit dem Sound und so weiter passt. Und genau, da wollte ich euch fragen, wann soll ich streamen? Also wann passt es euch am besten? Ich habe überlegt, dass ich streamen will, die ersten Streams werden hundertprozentig sehr unorthodox, sage ich mal, ausfallen. Das heißt, ich werde zu ungewöhnlichen Zeiten streamen.
Das heißt so, ja, vormittags, mittags, also ja, 11 bis, weiß ich nicht wann, also 12, 13 Uhr, 14 Uhr, sowas. Und dass ich dann eben, dass ich dann, ja, weiß nicht, also, dass ich ja da eben ein bisschen übe, vielleicht mit Total War. Und die Sachen werde ich auf jeden Fall auch aufnehmen. Also so, dass das, wenn ihr das nicht seht oder also da nicht vor Ort seid, vom PC seid und das zuschauen könnt, da zuschauen könnt, so, da werde ich auf jeden Fall die Streams auch aufnehmen und ja, so, dass ihr alles dann auf dem YouTuber-Channel sehen könnt. Und ja, ich glaube, das wird ganz cool. Und genau, da wollte ich euch fragen, wann ich, also an welchem Tag es euch am besten passt. Also jetzt allgemein, also jetzt nicht die Test-Streams, weil dann müsst ihr nicht unbedingt online sein. Weil das mache ich testweise mit einem Kumpel oder Freunden von mir, die dann sagen so, ja, hör mal, der Sound ist scheiße oder was weiß ich. Genau. Und das werde ich ja, wie gesagt, an einen Vormittag machen. Oder Mittag. Und genau. So viel dazu. Also es wird auf jeden Fall dieses Jahr zu Livestreams kommen. Also ich will das auf jeden Fall sehr häufig machen, mindestens einmal pro Woche. Und ja, allermindestens. Also am coolsten wäre es halt jeden Tag, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe neben der Selbstständigkeit. Und genau, auch wird interessant werden zu sehen, ja, wie das, hat er die vergessen? Ich glaube, der hat die vergessen. Wie das halt, ja, wie das wird. Also ich habe überhaupt keine, ich weiß überhaupt nicht, wie sich das auf den Kanal dann auswirken wird, wie das allgemein wird. Da bin ich so gespannt drauf. Auch aufgeregt. Naja. Genau. Wir erwarten eure Befehle. Schnell jetzt! Was gibt's noch? Genau, es werden noch ein paar neue Spiele auf dem Kanal kommen. Natürlich. Also es werden. Es werden auf jeden Fall, also neben Cyberpunk 2077 werden noch ja, ein paar ruhige Spiele kommen. Und ja, ein paar Spiele, die ich dann noch mit anderen zusammenspiele. Also so wie Far Cry 5, das spiele ich dann mit der Sarah zusammen. Tomb Raider wird wieder kommen, weil ich habe ja jetzt einen neuen PC und da kann ich es endlich wieder drauf spielen. Auf dem alten PC ging das ja plötzlich nicht mehr. Und das will ich auf jeden Fall auch nochmal weiterspielen, weil das, ja, ich mag dieses Rätselspiel mit bisschen Action. Das finde ich schon cool. Genau. Was wird es noch so geben? Ja, keine Ahnung. Also, ich spiele ja erstmal
das Gefecht hier und dann quatschen wir, dann schnacken wir mal weiter. So. So. So, jetzt bekomme ich den, das ist ziemlich gut. Das war ein bisschen blöd, dass er das nicht mehr. Oder dass er den Bug hatte und die ganzen Einheiten hier vergessen hat. Aber das war vielleicht zu viel des Guten für ihn. Bam, 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 badam, bam, bam, badam. Ja, also er hat hier eine relativ tiefe Aufstellung. So, tiefe, also... er hat eine relativ kompakte Aufstellung, also kompakten Kern. Und ja, das ist auf jeden Fall, ja, er hat überhaupt keine Chance. Das ist schon mal klar. Das ist schon mal klar. Vor allem dadurch, dass ich mich so breit aufstellen konnte und mein Kern trotzdem immer noch so stabil ist, kann ich halt hier unglaublich genüsslich langsam diese Front zu machen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, da haben sich Leinpanzerpikiniere eingeschlichen. So. Dann galapoliere ich mal dahin. Dann dahin. Und die Klappe ist zu. Sehr schön. Wir kommen mal da rein. So, ihr seid auch fertig. Easy. Naja, war auch so oder so easy. Ja. Da hätte ich jetzt die eigentlich alle platt machen können, aber ja, egal. Ja, denn der hatte auch nur die Hälfte von mir aufgestellt, so ungefähr. Naja, gut. Uiuiuiui. Genau, also nochmal zum Schluss, weil wir hören jetzt auch auf. Genau. Erstens, sagt mal Bescheid, wann die beste Zeit für euch ist, um den Stream anzuschauen. Dann sagt Bescheid, ob ihr euch neue Spiele wünschen würdet für das neue Jahr, was ich eben spielen soll. Dann sagt Bescheid,
was ihr zu Weihnachten gegessen habt. Ob ihr ein traditionelles Essen habt oder ob ihr... Der stirbt und eh gleich. Ob ihr... Ja, was ihr gephrased habt über die Feiertage. Ich kam gerade drauf, weil ich so unglaublich vollgefressen bin. Gut, dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und willkommen im neuen Jahr. Und ja, ich hoffe, ihr habt konntet gut feiern. Ihr seid gesund und munter rüber geflutscht. Und ja. Und viel Erfolg im neuen Jahr, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut. Und warte, Kühe und ja, und das und das und Kühe und das da und das war's. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis dann, bye bye.